Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Starbound-Video. Ja. Es geht um Folgendes. Ein Charakter-Vibe wird kommen. Am Ende, nee, nach diesem Wochenende wird ein Charakter-Vibe kommen. Und ja, das heißt, alles wird weg sein, was ich bisher gemacht habe. Das heißt, ich werde jetzt auch wahrscheinlich erstmal nicht weiterspielen und bis kurz nach dem Charakter-Vibe werden wahrscheinlich auch keine weiteren Starbound-Videos mehr kommen. Was ziemlich schade ist, aber hey, ich freue mich auf den Charakter-Vibe, denn es wird ein neues System einführen, beziehungsweise es wird das Schadenssystem komplett überarbeiten, was im Moment nach Armor Penetration läuft, was praktisch der Level der Waffe ist. Und das heißt im Grunde, dass meine Level 15 Sniper Rifle, Legendary, Mr. Raidinator mit tollen Explosionseffekten nutzlos ist auf alles, auf allen Planeten, die Level 5, die über Level 15 sind. Das heißt, Level 16 wird schon weniger effektiv und ab Level 17 ist es schon fast nutzlos. Ich bin auf Level 19 und da macht's pro, brauche ich schon 4 Schüsse, um, also ich bin gerade auf einem Level 19 Planeten und ich brauche 4 Schüsse für ein einfaches Vieh, um es zu killen. Wobei meine Sniper Rifle hier, meine Level 30er, die ich auf einem Piratenluftschiff auf einem Level 30 Planeten gekauft habe, alles one-hitted, was unter Level 28 ist. Ja, das heißt, sie werden ein neues Schadenssystem einbauen mit DPS und dem ganzen Zeug, was eventuell das Spiel einfacher machen wird, vielleicht auch schwerer. Ich habe keine Ahnung. Sie werden die Planeten von Level 1 bis 100 auf Level 1 bis 10 runterschrauben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Vielleicht ist das einfacher für sie, alles irgendwie abzuschätzen für die Beta oder so. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht werden sie das beibehalten. Ich hoffe nicht, denn im Moment passt Level 1 bis 100 für mich ziemlich gut. Es gibt im Spiel wesentlich mehr Größe, als wenn man jetzt einfach nur Level 1 bis 10 Planeten hätte. Ja. Genau, es gibt dann eigentlich auch nichts mehr zu sagen, außer dass es eben keine Videos mehr von mir vorerst geben wird von Starbound. Was ziemlich schade ist. Mir hat Spaß gemacht, mit diesem Charakter zu spielen. Allerdings haben sie gesagt, man sollte seine Charaktere nicht zu sehr lieb haben und sich mit denen, was weiß ich, im Kopf verbinden, damit man sie mag und sowas. Nein. Ich meine, sieht zwar toll aus, aber hey, Reko muss sterben. Leider. Also werfe ich jetzt all meine Phoenix Emblems durch die Gegend. Bam. Bam. Brennen. Feuer. Ich kann nicht brennen. Warum kann ich nicht brennen? Habe ich noch Bomben? Bomben, Bomben. Ja, ich hab noch Bomben. Achso. Yay, Bomben. Und Elektrogranaten. Ich werfe jetzt einfach alles zurück durch die Gegend, denn dieser Charakter wird eh gelöscht werden. Bob-Bombs. Oh, scheiße. Das laggt. Alles kaputt. Oh mein Gott, was habe ich getan? Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass hier alles kaputt geht. Holy shit. Ich sehe nichts mehr. Mein Inventar ist voll. Muss ich diese Elektrogranaten eben werfen? Das kann ich mit meinem Meta-Manipulator alles manipulieren. Ich nehme jetzt diese Fenster mit. Nein. Ich sag dann einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn das Update endlich da ist und ich mich mit dem neuen System angefreundet habe, sage ich dann einfach mal ciao, bis zum nächsten Mal. Bam!